Herzlich willkommen bei Mathepunk. Vollkommen unelastischer Stoß, relativistisch betrachtet. Bei einem zentralen, vollkommen unelastischen Stoß zweier Massen bewegen sich die Schwerpunkte beider Massen auf einer geraden Linie. Beim Stoß bleiben die Massen aneinander haften. Nach dem Stoß bewegen sie sich mit einer Geschwindigkeit u gemeinsam weiter. Nur der lineare Impuls bleibt bei diesem Prozess erhalten, das heißt, es gibt nur diese Gleichung für die Erhaltung von linearem Impuls. Die Bewegungsenergie bleibt als solche nicht erhalten. Ein Teil der Bewegungsenergie wird in sogenannte Verformungsenergie umgewandelt. Man hat also nur diese Gleichung mit den fünf Größen M1, M2, V1, V2 und U. Abhängig von den Angaben kann man mit dieser Gleichung irgendetwas berechnen. Dies werden wir hier jedoch nicht weiter verfolgen. Wir behandeln hier folgenden Stoßprozess relativistisch. Ein Körper der Masse M1 trifft mit einer Geschwindigkeit V1 auf einen ruhenden Körper mit Masse M2. Beim Stoß verschmelzen die beiden Körper. Sie bewegen sich mit einer Geschwindigkeit u gemeinsam weiter. Hier gilt sowohl Impuls als auch Energieerhaltung. Gamma sei der Lorentz-Faktor, es sei Gamma von V gleich 1 über Wurzel von 1 minus V Quadrat über C Quadrat. C ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Es gilt Gamma von 0 ist gleich 1. Also für die Geschwindigkeit V2 des Körpers mit M2, Masse M2 gilt Gamma von V2 ist 1. Wir erhalten dann diese Gleichung für Impulserhaltung. Weil V2 gleich 0 ist der Impuls von M2 ebenfalls 0. Impulserhaltung ergibt also diese Gleichung. Die Energie bleibt ebenfalls erhalten. Die sogenannte Verformungsenergie sorgt dafür, dass die Ruhemasse M3 nach dem Stoß größer ist als die Summe der beiden Massen M1 und M2. Wir erhalten diese Gleichung für Energieerhaltung. Diese Gleichung dividieren wir durch C². Gamma von 0 ist gleich 1. Es gelten also diese beiden Gleichungen. 1 für Impulserhaltung und 2 für Energieerhaltung. Wir nehmen an, dass M1, V1 und M2 gegeben sei. Gesucht seien die Größen M3 und U. Wir müssen also aus diesen beiden Gleichungen M3 und U bestimmen. Zunächst isolieren wir aus der Gleichung 1 die Größe Gamma von U und wir setzen dann ein in die Gleichung 2 für Gamma von U, das was hier steht. Man erhält dann Folgendes. Man sieht dann, dass M3 sich hier wegkürzt und man hat dann eine Gleichung mit nur noch U. Also wir können hier U isolieren. Wenn man daraus U isoliert, erhält man diese Formel für U. Das kann man auch wie folgt schreiben. Wenn wir aus 2 M3 isolieren, erhalten wir Folgendes. Wenn wir dann noch für Gamma von U einsetzen, erhalten wir für M3 Folgendes.
Also, wir müssen zunächst die Geschwindigkeit u berechnen und dann daraus die Masse m3. Damit haben wir das Ziel erreicht. Dazu dieses Beispiel. Ein Körper mit Masse m1 trifft mit einer Geschwindigkeit v1 gleich 0,8 c auf einen ruhenden Körper mit doppelt so großer Masse m2. In Klammer m2 gleich 2m1, Klammer geschlossen. Die beiden Körper verschmelzen und bilden einen Körper mit Ruhemasse m3, der sich mit einer Geschwindigkeit u bewegt. Bestimme m3 und u. Also, zunächst bestimmen wir Gamma von v1. Das ist gleich Gamma von 0,8c. Und das ist gleich 1 über Wurzel aus 1 minus 0,8 im Quadrat. Diese Wurzel ist 1 minus 0,8 im Quadrat, das ist 1 minus 0,64, das ist Wurzel aus 0,36, das ist 0,6. Und am Schluss erhält man für Gamma von V1 5 Drittel. Also wir erhalten Gamma von V1 gleich 5 Drittel. Daraus können wir dann U berechnen mit dieser Formel. Da kommt Gamma von V1 vor. Also U wäre dann V1 über 1 plus M2 über Gamma von V1 mal M1. Jetzt können wir einsetzen, V1 ist 0,8c, dann 1 plus und M2 ist 2 mal M1. Gamma von V1 ist 5 Drittel. M1. M1 kann man wegkürzen. Und wenn man das alles ausrechnet, erhält man für die Geschwindigkeit u 4 Elftel c, also 4 Elftel der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Als Dezimalzahl geschrieben ist das 0,3636 c. Wenn wir U kennen, respektive U über C, können wir noch M3 berechnen mit dieser Formel. Das wäre jetzt diese Formel für M3. Gamma von V1 ist 5 Drittel, also haben wir hier 5 Drittel M1 und M2 ist 2M1. Und dann in der Wurzel haben wir 1 und U über C ist 4 Elftel, also 1 minus 4 Elftel im Quadrat. Das da wären 5 Drittel plus 6 Drittel, das wären 11 Drittel. Also haben wir hier 11 Drittel M1. Und in der Wurzel haben wir 11 im Quadrat, das ist 121, minus 4 im Quadrat ist 16, über 11. 11 kann man kürzen. Und in der Wurzel hat man noch 105. Also ist das ganze Wurzel aus 105 über 3 M1 oder 105 über 9 M1. Dann kann man mit 3 kürzen und man erhält Wurzel aus 35 Drittel M1.
Also die Masse M3 können wir höchstens als ein Vielfaches der Masse M1 berechnen. Als Dezimalzahl ergibt es 3,4157 mal die Masse M1.